Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich sitze hier wieder in einem neuen Testwagen und diesmal ist es ein MG von der britischen Traditionsmarke, ja, die jetzt in chinesischer Hand ist. MG wird jetzt in China gebaut, ist ein chinesischer Autokonzern, hat im Prinzip außer dem Namen nichts mehr mit MG von früher zu tun. Die MGs von früher waren zum Beispiel schicke Roadsters. Ich erinnere an den MGB. Da hat übrigens James Bond 1974 drin gesessen in Der Mann mit dem goldenen Colt. Könnt ihr das sehen? Leider hat ihm der Wagen damals nicht gefallen. Er fuhr ja Aston Martin. Er hat ihn als Schrotthaufen bezeichnet. Im englischen Original heißt es sogar Bettpfanne. Also da wollen wir mal gucken, ob der Wagen von heute, der MG, ein bisschen besser abschneidet als damals in den Augen von James Bond. Jetzt ist es auch kein Roadster mehr, sondern jetzt ist es so ein Kompakt-SUV. Und der konkurriert jetzt mit dem Opel Mokka hier oder dem Peugeot 2008er von der Größe. Ja, und der Akku ist sogar noch kleiner. Der hat hier nur einen 44 Kilowattstunden großen Akku. Nutzbar sind davon irgendwie nur 42,5. Dann wollen wir mal gucken, ob er sich auf der Autobahn irgendwie halbwegs wacker schlägt. Heute ist super Wetter und wir gehen wieder auf die Autobahnstrecke. Bremen-Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer bei Tempo 130. Ihr kennt das ja. Bin gespannt, wie er abschneidet. Wird ein interessanter Test. Deswegen bleibt dran. Ja, und bevor es losgeht, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an Autohaus Lemke in Bremen, Bremen-Walle. Die haben mir dieses Auto zur Verfügung gestellt. Die sind eigentlich Ford-Partner, haben aber auch MG und haben jetzt ein paar im Showroom. Und das hier, das Probefahrzeug, das darf ich heute fahren. Und ich bin mal gespannt. Jetzt muss ich noch ein bisschen nachladen. Leider hatte der Wagen nur 55%, wo ich ihn bekommen habe. Und da er nicht so einen großen Akku hat, will ich schon mindestens 80-90% im Akku haben, damit ich die Reichweitenstrecke, diese 130 Kilometer bei Autobahngeschwindigkeit, auch wirklich sicher schaffe. Und wenn ihr mal in Bremen seid und euch für MG interessiert, dann schaut mal beim Autohaus Lemke vorbei. So, dann gucken wir mal, ob der Wagen auch wieder mal für Hunde geeignet ist. Eigentlich sieht er groß genug aus. 448 Liter Kofferraum. Ja, und ich kann auch den Boden, der eigentlich ziemlich eben ist, den kann ich auch nochmal anheben und fast 15 cm tiefer setzen. Aber erstmal kommt so der Hund rein. Meila, komm mal her. Muss da mal rein. Ja, größentechnisch sieht das schon mal gut aus. Hat ja keine automatische Heckklappe. Passt. Ja, so geht's. Und wenn wir den Boden dann noch tiefer legen würden, dann hätte sie noch mehr Platz hier hinten. Meila, Kuckuck. Ja, die chinesischen Autos werden ja immer noch so ein bisschen von uns belächelt und ich kann nur sagen, völlig zu Unrecht, denn wenn man sich diesen Wagen hier mal von außen anschaut, sieht er ziemlich gefällig aus, also auch für den europäischen Geschmack, da ist jetzt nichts Schrulliges dabei. Der Kühlergrill ist jetzt ein bisschen mächtig, auch für meinen Geschmack, liegt aber ein bisschen daran, das ist hier eigentlich eine reine Verbrennerplattform. Und der Autohersteller hier SAIC, der hat im Prinzip die Verbrennerplattform genommen und hat daraus ein Elektroauto gemacht, ohne wahnsinnig viel an Umbauten zu investieren. Akku drunter geschraubt, Elektromotor rein, vorne übrigens Frontantrieb. Kein Frunk, kein gar nichts, auch vom Innenleben hier, die Armaturen, das ist alles nicht irgendwie für Elektro umgebaut. Das Navi hat keine Ladestation, keine Routenplanung. Es gibt hier nicht mal eine Prozentanzeige im Auto, außer kurz, wenn ich lade. Das ist alles eigentlich relativ lieblos, aber ich nenne es mal chinesisch pragmatisch. Und das hat auch eine Auswirkung auf den Preis und dazu komme ich nämlich nachher noch. Und ansonsten, wenn man hier einsteigt in den Wagen, also abgesehen davon verarbeitungstechnisch tippitoppi, wie schon beim iWays zum Beispiel, habe ich hier wirklich gar nichts auszusetzen. Und der Wagen sieht fast noch besser verarbeitet aus als der iWays. Überall Kunstleder, wir haben hier so weich aufgeschäumte Türen, hier so ein bisschen mit Leder, Kunstlederapplikationen, weiße Ziernähte.
Leider am Armaturenbrett sind die dann nicht mehr weiß. Hat die Farbe wohl nicht gereicht, keine Ahnung. So matte Alu-Optiken, ein bisschen verchromt, ein bisschen Klavierlack. Hier eine schöne Mittelkonsole. Ich glaube, das ist so Holzimitat. Cupholder-Ablage, aber keine induktive Ladeschale. Wir haben hier so einen Jog-Shuttle für die Fahrstufen, Klimatisierung. So ein, was ist das? Das mag so ein 10-Zoll-Display sein für Navi. Apple CarPlay, Android Auto, analoge Rundinstrumente. Ja, Sonnendach, Schiebedach, Assistenzsysteme, was es so gibt, ne? Totwinkelwarner, adaptive Tempomat, Spurhalteassistent. Ja, was braucht man mehr? Da verschmerzt man halt auch, dass man das Lenkrad irgendwie nur hier rauf und runter schieben kann, aber nicht vor und zurück verstellen kann. Warum das in China scheinbar nicht benutzt wird, weiß ich nicht. Man hat hier analoge Rundinstrumente, wie gesagt, so wie von vor 10 Jahren. Ich habe immerhin Android Auto, ich habe Apple CarPlay. Das funktioniert auch wunderbar. Die sonstige Navigation hier, ja, es ist jetzt alles nicht so wahnsinnig fluffig, flüssig, ruckelt ein bisschen. Brauchbar ist es, aber so richtig Spaß machen tut es nicht. Wie gesagt, Ladestation, Anzeige, hier auch Fehlanzeige. Gibt es alles nicht, Ladeplanung gibt es nicht. Da heißt es einfach Stadtverkehr und gut, für lange Strecken ist der Wagen eh nicht ausgelegt. Laut WLTP soll er hier mit dem 44 Kilowattstunden Akku 263 Kilometer weit kommen und hat irgendwie so einen Durchschnittsverbrauch kombiniert von 18,6 Kilowattstunden. Das werden wir heute feststellen, ob es auf der Autobahn dabei bleibt. Ich fürchte mal nicht. Ansonsten habe ich hier noch drei so kleine Schalter in der Mittelkonsole. Da kann ich mir im Prinzip, Battery heißt ja eine, da sehe ich dann, wie viel Reichweite ich habe, bis der Akku leer ist. Das sehe ich aber auch da unten im Display in klein. Jetzt weiß ich nicht, wozu ich das hier noch einmal in groß brauche, falls ich vielleicht eine Brille brauche. Dann gibt es hier Mode-Wahlhebel. Da kann ich Eco, Normal und Sport einstellen. Und ich kann die Rekuperation einstellen. Der Wahlhebel ist als KERS bezeichnet. K-E-R-S. Das ist eine komische Abkürzung. Das soll jetzt bedeuten Kinetic Energy Recuperation System oder zu Deutsch kinetische Energie-Rückgewinnungssystem. Rekuperieren halt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Genau. Ich nehme natürlich Stufe 3. Ja, Stufe 3. Hier rum muss ich drücken. Ah ja, so, Stufe 3. Höchste Rekuperation. Also diesen Wagen hier, volle Hütte in der Luxury-Ausstattung, mit allem, was es gibt, bekommt man für ein 3-Jahres-Leasing für 154 Euro im Monat 10.000 Kilometer Fahrleistung. Man muss nur die BAFA anzahlen, die 6.000, und für 154 Euro im Monat fahrt ihr 3 Jahre lang so ein Auto. Also, ich glaube, viel günstiger geht Elektroautofahren nicht. So, ich würde sagen, wir sind startbereit. Wir haben jetzt noch 261 Kilometer Restreichweite. Trips sind zurückgesetzt. Wir haben jetzt hier laut diesen Balken so noch rund 90% im Akku. Wahlhebel auf D und dann, würde ich sagen, können wir starten. Ja, und den Elektromotor hört man hier über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Das ist so ein bisschen so wie so Straßenbahn. Das künstliche Geräusch tatsächlich, das kann ich jetzt davon gar nicht unterscheiden. Aber jedenfalls ist es auch bei höheren Geschwindigkeiten hier. Und Rekuperation, wie gesagt, auf höchste Stufe, Stufe 3. Und das bedeutet, wenn ich jetzt mal verzögere, also quasi Gas wegnehme, dann verzögert er merklich. Aber er rollt dann mit ungefähr 6 km/h weiter. Jo, und der MG, der beschleunigt doch recht zügig hier mit 8,2 Sekunden von 0 auf 100, hat irgendwie 105 kW. Ist so in einer Liga mit dem ID.4 zum Beispiel oder eben auch dem Mercedes EQA. Das fühlt sich auch recht flott an. Man merkt hier allerdings in diesem Fahrwerk, dass es doch ganz schön wankt und schwankt hier. Also die Chinesen, die lieben es, glaube ich, eher komfortabel weich und nicht irgendwie hart und sportlich, weil, also das ist mir schon beim iWays aufgefallen und hier beim MG ist das genauso. Also schon so ein bisschen schiffig, obwohl der Wagen gar nicht so riesig ist. Ja,
Und jetzt habe ich hier auf Auto-Hold stehen. Das heißt, wenn ich dann einmal gebremst habe, dann bleibt der stehen und rollt nicht weiter. Und wenn man dann Gas gibt, dann dauert das immer so eine Gedenksekunde, bis er dann in die Gänge kommt. Er muss wohl irgendwie nochmal die Bremse lösen oder sowas. Das nervt ein bisschen. So, jetzt haben wir schönstes Wetter, 24 Grad und die Sonne scheint. Und jetzt fahren wir gleich auf die Autobahn. Also eigentlich wieder mal Idealbedingungen. Wir haben auch null Wind. Also wenn der MG da nicht einen guten Verbrauch hinlegt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt bei Tempo 120 fährt er wirklich sehr ruhig, also wir haben kaum Windgeräusche, obwohl er ja doch relativ hoch aufbaut. Aber das ist wirklich sehr schön gedämmt hier, sehr leise, schöne Reiseatmosphäre. Jetzt sind wir durch die 120er-Zone durch. Ab jetzt heißt es dann Tempo 130. Und die Assistenzsysteme hier in dem MG ZS EV, die machen tatsächlich Spaß. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der adaptive Tempomat funktioniert tadellos. Der Spurhalteassistent, ja, klappt einfach. Spurwechsel ohne Probleme möglich. Dann findet er wieder die Spur und übernimmt wieder. Das ist sehr schön. Ja, und auch jetzt bei Tempo 130 fällt mir wieder auf, wie leise der Wagen ist. Also wirklich, das ist mir schon beim Hyundai Ioniq 5 aufgefallen, der war sehr leise, auch der EQA war sehr leise. Und dieser MG, der muss sich da überhaupt nicht verstecken. Also Geräuschniveau erstklassig, wirklich auch hier vom Sonnendach. Keinerlei Geräuschentwicklung, kein Rauschen, gar nichts. Ein bisschen was von der Motorhaube hört man und vom Außenspiegel, aber es ist wirklich ganz minimal. Auch die Rollgeräusche der Reifen, die sind sehr, sehr moderat. Also hier kann man echt schön reisen und es ist wunderbar entspanntes Fahren. Ja, und beim Zwischenstand von 30 Kilometern gefahren sind wir bei 20,5 Kilowattstunden Verbrauch. Wir haben jetzt noch 200 Kilometer Restreichweite. Das heißt, 61 Kilometer ist schon gesunken, obwohl wir erst 30 gefahren sind. Das heißt auch gerade hier am Anfang, da sinkt die Reichweite erstmal extrem. Am Ende wird es sich dann hoffentlich wieder verlangsamen. Aber es ist halt typisch, ne? Der Wert ist halt sehr ungenau am Anfang. Gerade wenn man dann auf die Autobahn fährt. So, nach 50 Kilometer liegen wir bei 20,6 Kilowattstunden und wir haben noch 164 Kilometer Restreichweite. Also 100 Kilometer verloren, 50 Kilometer gefahren, also immer das Doppelte. Na, da bin ich immer gespannt. So, wir sind gleich 60 Kilometer gefahren und haben jetzt 20,8 Kilowattstunden auf 100, noch 145 Kilometer Reichweite. Und da vorne ist dann gleich die Abfahrt, dann wenden wir kurz in Bremerhaven und dann geht's auf die Rücktour. Wind haben wir keinen gehabt, das heißt weder Gegenwind noch Rückenwind, völlig windstill gewesen. Das bedeutet, der Verbrauch sollte sich auf der Rückfahrt eigentlich nicht groß unterscheiden, eher von der Hinfahrt. In jedem Fall habe ich jetzt 120 Kilometer verfahren von der Reichweite bei 60 Kilometer realer Strecke. Das heißt, die Reichweitenanzeige ist eigentlich nur 50% von dem,
was ich wirklich komme. Oder ich komme nur 50% von dem, was sie anzeigen. Also das bin mal gespannt, ob das am Ende auch noch so ist. Weil dann wird es bei 260 Kilometer ja richtig knapp, weil ich muss ja 130 fahren. Dann müsste ich am Ende bei Null landen. Da wollen wir mal gucken. So, 64,8 Kilometer gefahren, 20,1 Kilowattstunden im Durchschnitt. Jetzt machen wir hier die Wende, jetzt geht es zurück. Also vom Fahren, wie gesagt, der Wagen gefällt mir echt gut. Also es fährt sich wirklich total angenehm. Das Geräuschniveau ist sehr niedrig und auch die Assistenzsysteme, die machen mir wirklich Spaß. Es ist alles so reibungslos. Auch der Spurhalteassistent, von dem ich erst dachte, na, ob man den jetzt irgendwie vertrauen kann. Der macht einen super Job und der adaptive Tempomat, der ruckelt nicht, der zickt nicht rum, der ist total flüssig alles. Also es schafft irgendwie Vertrauen hier in diesem Auto. Das meint man gar nicht, weil man hat da so bei chinesischen Produkten ja vielleicht immer noch so ein bisschen Bedenken. Aber das ist hier, wie gesagt, völlig unbegründet. So, wieder auf der Rücktour und ich habe gerade an den Windrädern gesehen, ein bisschen Gegenwind haben wir doch jetzt, also so schräg von vorn. Mal sehen, wie sich es auswirkt. Jetzt sind wir bei 20,3, gefahrene 72 Kilometer und haben noch 121 Rest. Sollte eigentlich gar kein Problem sein jetzt, weil wir müssen jetzt ungefähr noch 50 Kilometer so rund. Die Balkenanzeige sagt, dass der Akku jetzt zu 50% leer oder 50% voll ist. Prozentanzeige, wie gesagt, hier komplette Fehlanzeige. Ja, und Schnellfahren hier mit dem MG ist so relativ, ne? Also auf dem Datenblatt steht, dass er 140 km/h schnell fährt. Auf dem Tacho ist es dann irgendwie 155 oder 56, aber dann ist wirklich Schluss. Ich meine, die VWs sind irgendwie bei 160 abgeregelt und der hier schon bei, ja, 150, 155. Das ist schon hart. Also da möchte man gerne mal ein paar km/h schneller können. So, 92 Kilometer unterwegs. Jetzt haben wir, 21,3 Kilowattstunden. Das ist ein wirklich guter Wert, vor allem wenn man bedenkt, wie groß dieses Auto vorne ist. Also das baut ja im Prinzip wie eine Schrankwand auf. Und der Kühlergrill vorne mit diesen verspielten Noppen da, das ist ja alles andere als aerodynamisch, ne? Aber der Wagen hat einen kleinen Vorteil. Der wiegt nur rund 1,5 Tonnen, also nur in Anführungsstrichen. Liegt auch ein bisschen daran, weil der Akku halt so klein ist. Mit 44 Kilowattstunden, das ist ja mehr oder weniger Zoe-Niveau. Da ist er nicht ganz so schwer und das kommt dann wiederum den Verbrauch zugute, weswegen dieser kleine Akku dann gar nicht so negativ ins Gewicht fällt. Also das Ganze ist so eine Spirale. Je kleiner der Akku, desto geringer das Gewicht, desto geringer der Verbrauch im besten Fall. Hier kommt so einigermaßen hin. Also der Wert bei dem Tempo hier auf der Autobahn, den finde ich völlig okay. So, wir haben jetzt 120 Kilometer gefahren und 21,4 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ein sehr guter Wert, finde ich. 45 Kilometer Rest, das heißt hier so 165 Kilometer Reichweite bei Tempo 130. Könnte am Ende dabei rauskommen. Ein paar Kilometer haben wir noch. Wird es aufgrund der Tempo 120er Strecke hier jetzt ein bisschen noch sinken. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen, wenn wir zu Hause sind.
Ja, wir sind wieder da nach 129,8 Kilometer und einem Durchschnittsverbrauch von 20,8 Kilowattstunden. Das ist fast der exakte Wert, wie der EQA hatte, der ja von der Größe her so ein bisschen vergleichbar ist hier wie der MG. Und da haben die Chinesen ja trotz dieser hochaufbauenden Front und diesem echt beeindruckenden Kühlergrill doch ein ganz schön effizientes Auto hingekriegt. Leider lässt es halt ein paar Sachen vermissen als Elektroauto, unter anderem eben auch die Ladeleistung, denn der kann hier dieser MG nur einphasig laden, also irgendwie zwischen 4 und 7 kW, je nachdem an welcher Wallbox man lädt oder wenn man zu Hause lädt, hat man wahrscheinlich maximal 4 kW. Das ist ein bisschen schade. Gut, der Akku ist nicht ganz so groß, dauert dann eh nicht ganz so lange, aber einphasig laden, ey, hallo, das geht irgendwie gar nicht mehr, ne? Und an einem Schnelllader DC, da sagen sie im Prospekt, dass er 76 kW kann. Aber ich habe bei meinen Ladeversuchen maximal 44 kW bekommen und ich habe auch noch nirgendwo anders jemanden getroffen, der mehr als diese 44 oder 46 kW, glaube ich, in der Spitze maximal bekommen hat, trotz warmem Akku. Und dann steht man halt schon über eine Stunde am Schnelllader, wenn man unterwegs ist. Und das ist halt ein bisschen lang. Aber nichtsdestotrotz, ich fahre gleich an Schnelllader. Ich habe jetzt nämlich nur noch einen Balken, 43 Kilometer Restreichweite. Ein bisschen rumfahre ich noch und dann gucken wir mal, wie schnell er denn wirklich lädt. Ja, ich muss zugeben, ganz am Anfang, wo ich mir den Wagen jetzt hier zum Test besorgt habe, da war ich so ein bisschen skeptisch, was man denn hier bekommt beim MG ZSEV. Es ist ja eine Traditionsmarke aus Großbritannien, MG, die aber jetzt in chinesischer Hand ist und ganz andere Autos baut. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was früher aus England kam. Und von daher chinesische Produktion und jetzt auch noch Elektroauto, was bekommt man da wohl? Da war ich halt ein bisschen skeptisch. Und jetzt, wo ich den Wagen gefahren habe, da bin ich doch einigermaßen beeindruckt. Können wir mal zusammenfassen, was haben wir denn hier für ein Paket? Also auf der Habenseite, da steht ganz klar ein sehr gefälliges Äußeres. Dieser Kompakt-SUV sieht echt gut aus, kann man nicht meckern. Die Größe stimmt, also das ist genau die richtige Größe, den heutige kleinere Familien haben wollen, um mit Kind und ein bisschen Kegel vielleicht unterwegs zu sein, eventuell auch mit Hund, passt wie gesagt alles hervorragend. Ich bin 1,82 groß, hinter mir kann ein gleich großer Mensch prima sitzen, also für vier Erwachsene ist der Wagen absolut geeignet. Man sitzt auch sehr bequem, der Kofferraum hinten mit 448 Liter ist recht groß. Darunter hat man noch einen doppelten Boden, wo auch ein bisschen reinpasst, auf jeden Fall das Ladeequipment und so ein bisschen Krimskrams. Ja, vorne hat man leider keinen Frunk, aber man hat eine Dachreling, das heißt, man kann eine Dachbox draufschrauben und dann ist es mit dem Gepäck sowieso kein Thema mehr. Weiteres Plus, das Interieur hier und auch die gesamte Verarbeitung des Autos ist absolut auf Top-Niveau, fast schon so ein bisschen Premium. Also der Innenraum fühlt sich auf jeden Fall doch relativ hochwertig an, obwohl es hier doch alles Kunststoff ist, beziehungsweise Kunstleder, also das Wort Kunst, hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie eine Plastikwüste ist. Eigentlich im Gegenteil. Dadurch, dass es so weich aufgeschäumte Oberflächen sind und auch die Zusammenstellung der Oberflächen mit den weißen Ziernähten, mit dieser Alu-Optik, mit dieser Chrom-Optik und ein bisschen Klavierlack wieder mal, das wirkt irgendwie sehr stimmig, wirkt sehr hochwertig, alles andere als billig. Und hier klappert nichts, hier knarzt nichts, die Sitze sind bequem, also
das hat schon wirklich ein sehr hohes Niveau. Auch dieses Sonnendach ist wirklich riesig. Man kann es aufschieben, dann hat man fast einen halben Meter Luft über sich. Das ist alles richtig, richtig top. Gut, die analogen Rundinstrumente ist ein bisschen retro. Früher war man glücklich damit. Warum nicht heute? Warum muss alles digital sein? Ich finde es völlig okay. Die Reichweite ist eigentlich auch okay. Der Wagen ist relativ effizient für die Größe, so um die 21 Kilowattstunden bei Tempo 130. So, jetzt kommen wir zu den negativen Dingen. Also das ganze Auto hier ist ja eine Verbrennerplattform und das ist das Erste, was mir sehr negativ aufgefallen ist. Sie haben hier für ein Elektroauto so gut wie nichts irgendwie eingebaut, was man so braucht. Also allein schon die Prozentanzeige, die fehlt mir hier völlig, sehr, sehr schade. Dann das ganze Navi. Das Navi funktioniert, man kann es benutzen, es ist brauchbar, kein Problem, aber keinerlei Ladeplanung, nicht mal eine Ladesäule im gesamten Navi. Das finde ich geht für ein Elektroauto gar nicht. Stattdessen so überflüssige Anzeigen wie die 12-Volt-Batterie-Anzeige. Ich weiß nicht, ich habe sie noch nie im Leben gebraucht. Warum sollte ich sie jetzt brauchen? Dann gibt es hier so konfigurierbare Anzeigen auf diesem Mitteldisplay mit der Drehzahl des Elektromotors, mit der Spannung und der Stromstärke. Das sind so Elektrotechniker-Angaben. Welcher Autofahrer möchte sowas haben? Keine Ahnung. Die Reichweitenanzeige, wie gesagt, dass man hier mit so einer Taste während man die Taste hält, sieht man die Reichweite in groß. Wenn man die Taste loslässt, sieht man die Reichweite in klein. Völlig überflüssig. Die Ladeleistung ist so beides, Plus und Minus. Auf der einen Seite steht das einphasige AC-Laden. Finde ich, geht irgendwie nicht. Das muss man in Deutschland. Man muss mindestens 11 kW laden können, wenn man in der Stadt zum Einkaufen fährt. Dann steht man einfach zu lange und man muss dann im Prinzip, man ist darauf angewiesen, dass man zu Hause eine Lademöglichkeit hat. Dann ist das natürlich auch mit 6 kW, die man zu Hause dann ja auch nicht bekommt, sondern wahrscheinlich eher 3,4, 4, 4,2 kW an einer Phase. Dann ist das okay. Über Nacht gar kein Problem, ist der Wagen morgens wieder voll nach 10 Stunden. Definitiv. Die DC-Ladeleistung, wie gesagt, ich habe jetzt hier an Ionity in Goldbach Süd bei 15% Rest die 72 kW kurz gesehen. Dann ging es ein bisschen runter, aber immerhin, sie haben ja 76 kW im Datenblatt versprochen. Wenn der Akku ein bisschen voller ist und man anfängt zu laden oder wenn der Akku ein bisschen kühler ist, dann sieht die Ladeleistung leider doch eher anders aus. Dann haben wir so unter 50 kW und dann wird es doch ein bisschen zäher. Also Licht und Schatten bei der Ladeleistung. Ein weiterer kleinerer Kritikpunkt ist für mich auch der Ladeanschluss vorne. Diese riesige Klappe, die man dann nach oben hin aufklappen muss, die ist zwar gut, man kann sie gut handhaben, ist nicht das Problem. Aber man kommt dann irgendwie sehr schlecht an diesen Ladestecker ran. Das heißt, man muss sich immer bücken und nachts ist es auch nicht beleuchtet. Also das ist immer so ein bisschen fummelig. Ja, und dann haben wir hier die Akkugröße. 44 Kilowattstunden. Das ist im Prinzip Renault Zoe-Niveau. Der Wagen verbraucht aber viel, viel mehr. Ist auch viel größer. Von daher passt das irgendwie nicht zur Größe des Autos. Also mindestens 50 kW nutzbar wäre schon recht angemessen. Dann würde der Wagen auch nochmal einen Schub nach vorne kriegen, was die Reichweite angeht. So ist es eher so grenzwertig. Das heißt, im größeren Stadtumfeld ist das alles noch okay. Aber Stichwort kleine Familie und Reisen hier mit dem Auto, nee, das ist es nicht wirklich. Also das wäre dann das falsche Auto für den Zweck. Ja, im Großen und Ganzen jedoch steht darüber immer noch ein Preis. Und dieser Preis, der ist für mich relativ konkurrenzlos. Wenn ich mir hier vorstelle, diesen Wagen, den ich jetzt hier gefahren bin, das ist die höchste Ausstattungsvariante Luxury mit allem, was es für diesen Wagen so gibt. Die kostet im Leasing für 3 Jahre und 10.000 Kilometer im Jahr 154 Euro. Das ist im Prinzip der Preis, den wir jetzt bei uns für unsere Zoe bezahlen. Für 3 Jahre. Nein, wir haben sie nur für 2 Jahre geleast. 158 zahlen wir für die Zoe. Und wenn ich mir diesen Wagen hier so anschaue und die Zoe anschaue, dann ist das hier schon doch eine Klasse besser vom reinen Auto jetzt. Die Zoe hat natürlich noch ein bisschen größeren Akku, verbraucht viel weniger, kommt auch fast doppelt so weit hier wie dieser MG. Gut, auf der Autobahn auch nicht. Auf der Autobahn schafft unsere Zoe so gerade mal 210 Kilometer und dann ist Schicht im Schacht. Und der hier liegt ja bei 170 Kilometer, also so ein großer Unterschied ist es auch nicht. Also wenn ich die Wahl hätte jetzt für dieses Leasinggeld von 154 Euro im Monat für 3 Jahre, mich zwischen Zoe und MG zu entscheiden
Und den Zweck dieser Zoe bei uns ist Zweitwagen. Meine Frau fährt den hauptsächlich in der Stadt. Man kann damit auch mal weitere Strecken fahren, mal nach Hamburg oder Oldenburg oder Bremerhaven oder so. Das passt mit der Zoe alles wunderbar. Das kann man hier mit dem MG auch. Und der Wagen ist also tatsächlich einfach eine Klasse besser. Also das ist die Zielgruppe. Und wenn einer noch was gegen chinesische Autos sagt, dann sollte er doch mal diesen MG fahren. Also Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wir müssen uns hier in Deutschland in baldiger Zukunft sehr warm anziehen. Wenn die hier jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben und ein bisschen liebevoller auf die Bedürfnisse eines Elektroautofahrers eingehen, was sie hier leider nicht so gemacht haben, dann gnade uns Gott, also zu den Preisen mit der Qualität, da schwant mir Böses. Wenn ihr das könnt, dann fahrt diesen Wagen mal Probe. Und wie gesagt, bei Autohaus Lemke in Bremen-Walle gibt es davon 3 Stück gerade im Showroom und der ist halt hier jeden Tag ausgebucht zur Probefahrt. Das lohnt sich und ihr werdet auch ins Grübeln kommen. Natürlich hat er ein paar Defizite. Die Frage ist, kann man vielleicht darauf verzichten für den Zweck, den das Auto erfüllen muss? Und dann zu dem Preis, was wiegt schwerer? Ein höherer Preis oder vielleicht das ein oder andere Gadget, was dieser Wagen vielleicht nicht so perfekt beherrscht? Kann man alles eventuell über Software aufrüsten, Over-the-Air-Updates, hier möglich. Also da kommt man ins Grübeln. Und ja, ich würde es euch empfehlen, schaut ihn euch an, fahrt ihn mal Probe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt hier von diesem MG haltet. Es gibt ja demnächst noch so ein Marvel-Modell. Das wird mal wieder ein ganz anderer Schnack. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem MG ZSEV jetzt mal haltet, auch aufgrund meines Videos und überhaupt, was ihr von den chinesischen Autos haltet. Das würde mich mal interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.